Hallo ihr Wundervollen, ich bin's, die Patti. Schön, dass ihr wieder da seid. Und zwar zu einem ganz anderen Thema mal, zu meiner Ausbildung bzw. zum Thema Berufswechsel. Ich habe verschiedene Berufe schon hinter mir, Ausbildungen schon hinter mir. Dazu kann ich mal ein gesondertes Video machen, vielleicht zu meinem beruflichen Werdegang oder so. Ich bin jetzt Ende 20, Matthias ist Anfang 30 und wir haben beide nochmal eine Ausbildung begonnen. Und zwar beide die Ausbildung zum veganen Ernährungsberater. Die Ausbildung zum veganen Ernährungsberater kann man online machen und zwar bei Ecodemy. Ich verlinke euch die Seite in der Infobox. Wir sind da drauf gestoßen, natürlich, weil wir uns in diesem Bereich sehr viel bewegen, sehr viel mit veganer Ernährung zu tun haben. Wir haben ja unseren Kongress zum Thema vegane Ernährung gemacht und sind dann darauf gestoßen. Ecodemy hat unter anderem der Dominik Grimm gegründet, der auch die Seite Yogan hat. Vielleicht kennt ihr ihn daher. Und ja, Ecodemy ist eben ein, oder bei Ecodemy kann man eben ein Online-Studium zum veganen Ernährungsberater machen. Und dafür haben wir uns entschieden, und das kann man machen, egal wie alt man ist. Man kann das einfach von zu Hause aus machen. Und wir haben uns dafür entschieden, weil wir Leuten nochmal fundierter helfen wollen. Wir wissen viel über Ernährung, pflanzenbasierte Ernährung. Wir haben auch gerade einen Kurs rausgebracht zum Thema Säure-Basen-Haushalt. Verlinke ich euch gerne mal in der Infobox mit einem Rabattcode, wenn ihr wollt, für euch. Und zwar mit dem Rabattcode Basenbalance bekommt ihr 30% und zahlt somit sehr viel weniger. Ihr habt dauerhaften Zugriff auf das Programm. Verlinke ich euch auf jeden Fall gerne mal in der Infobox. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir einfach. Auf jeden Fall wissen wir schon sehr, sehr viel über Ernährung. Aber wir haben uns trotzdem gedacht nach dem Kongress, wir wollen noch mehr wissen. Wir wollen den Menschen noch fundierter helfen können. Und dann sind wir eben darauf gestoßen, dass man eben das Ganze online machen kann, was für uns sehr, sehr wichtig war, sodass wir flexibel sind und das von überall aus machen können. Es gibt zwei verschiedene Modelle bei Ecodemy. Man hat immer 24 Monate Zugriff auf eben die Seite mit den ganzen Inhalten, kann auch in dieser Zeit seine Abschlussprüfung machen. Aber es gibt einmal die Version, dass man schon nach 5 Monaten seine Prüfung absolvieren kann. Man kann sie auch später, aber frühestens nach 5 Monaten. Und bei der anderen Variante kann man erst frühestens nach 15 Monaten seine Abschlussprüfung machen. Wir haben uns für Ersteres entschieden, weil wir möglichst schnell fertig sein wollen und weil wir auch die Zeit haben. Jetzt kommen wir schon zum Zeitfaktor. Ich habe es mir hier extra nochmal aufgeschrieben. Also Ecodemy selber empfiehlt wirklich 10,5 Stunden an Zeitaufwand die Woche einzuplanen. Das ist der Zeitaufwand, den man braucht für die Ausbildung. Und das kann ich schon bestätigen. Die ersten 1-2 Kapitel sind noch ein bisschen einfacher, wo es um die Menschheitsgeschichte geht und die Pflanzen. Ernährung, aber später, wo wir jetzt sind, wenn es um Nährstoffe geht, potenziell kritische Nährstoffe in der veganen Ernährung und so weiter, um den Säure-Basen-Haushalt, dann geht es wirklich auch ein bisschen mehr in diese chemische Richtung und dann muss man schon mehr lernen. Und da kann ich diese 10,5 Stunden die Woche absolut unterschreiben, die sollte man aufbringen, aber es ist definitiv möglich, wenn man sich das runterbricht auf den Tag, dann ist es definitiv möglich, wenn man das machen möchte. Es ist so, es gibt 15 Kapitel. Und in den Kapiteln sind nochmal mehrere Videos und pro Kapitel legt man auch eine Prüfung ab. Also pro Thema sozusagen legt man eine Prüfung ab und dann kann man eben, also dann werden die ganzen erreichten Prozentzahlen zusammengezählt und ergeben am Ende das Endergebnis und dann macht man noch eine Abschlussprüfung und das fließt dann alles zusammen. Man ist am Ende dann wirklich veganer Ernährungsberater, hat dann auch so ein Logo, das man sich auf die Homepage packen kann. Und das Ganze ist auch staatlich geprüft und anerkannt. Also auch da, das ist, braucht man sich keine Sorgen zu machen. Man kann dann auch wirklich, man hat später ein großes Themenspektrum, also wo man arbeiten kann Gebiet, wo man arbeiten kann. Man kann natürlich online arbeiten, man kann aber arbeiten an Schulen auch. Man kann arbeiten in Kantinen, wo es darum geht, wie kann man da die pflanzliche Ernährung einbringen und so weiter. Also man kann beratend arbeiten. Das Ganze ist keine Ausbildung, wo man hinterher in dem Sinne Krankheiten heilen darf, auf einer medizinischen Ebene arbeiten darf, sondern man arbeitet vorsorglich, präventiv. Das ist eine präventive Arbeit und begleitend zu, wenn jetzt jemand kommt mit der Krankheit und bei einem Arzt ist und in Behandlung ist, dann kann man da natürlich begleitend helfen und das Ganze in Absprache mit dem Arzt, dem Patienten unterstützen. Genau, das wollte ich auch noch dazu sagen. Und ja, jetzt mal zu meiner persönlichen Erfahrung. Es macht unglaublich viel Spaß, aber es ist auch sehr, sehr anstrengend. Also man sollte es nur machen, wenn man da auch echt Bock dazu hat.
Und es ist anstrengend, weil ich jetzt zum Beispiel kein Chemie-Pro bin und dann trotzdem diese ganzen Begriffe und so. Aber es ist so cool, es zu wissen, denn jetzt kann ich Menschen auf einer ganz anderen Ebene helfen und Matthias genauso. Er ist fast noch ein bisschen besser als ich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Er tut sich, glaube ich, mit diesen ganzen chemischen Sachen ein bisschen leichter als ich. Ich gucke gerade, ich habe bis jetzt an Testergebnissen 88% von 100%, bin aber trotzdem sehr zufrieden. Ich glaube, Matthias hat einen Ticken mehr, weil er, glaube ich, in einer Prüfung ein bisschen besser abgeschnitten hat bisher. Ja, aber es macht extrem viel Spaß und man kriegt wirklich so ein fundiertes Wissen. Man kriegt auch zu jeder Lektion nicht nur die Videos, sondern auch wirklich komplett, wie soll ich sagen, Arbeitsmaterial, also das Ganze in schriftlicher Form zum Nachlesen. Also wer lieber darüber lernt, ist auch super und nochmal ausführlicher als in den Videos. Man wird auch voll, also man hat voll die Community, man kann immer Fragen stellen und die Dozenten, die verschiedenen, können die einen beantworten, aber auch andere Mitglieder, die schon weiter sind, die das schon wissen. Das ist wirklich toll, wie man sich da austauscht, und es gibt auch ganz viel Hilfematerial hinterher zum Arbeiten dann mit Patienten, oder was heißt mit Patienten, kann man das sagen? Nee, eher mit Kunden. Mit Kunden Materialien wie zum Ausdrucken, Wochenpläne, so, wo die Leute dann reinschreiben, was sie jeden Tag essen, so einen Anamnesebogen für so ein Erstgespräch und so weiter. Also das ist wirklich toll und super fundiert. Und da kriegt man einfach die komplette Unterstützung. Also für jeden, der sagt, boah, das wäre was, das kann man natürlich auch parallel machen, ne? Wenn ihr jetzt eine andere Arbeit habt. Diese Ausbildung kann man absolut parallel machen, wenn man die Zeit abzwacken kann von 10,5 Stunden die Woche. Und das ist toll, weil man sich parallel was anderes noch aufbauen kann. Und das finde ich eine richtig gute Sache. Und man kann das Ganze auch in Monatsraten zahlen. Also es ist toll, ich verlinke euch den Link in der Infobox. Ich wollte euch nur so ein bisschen den Einblick geben, ups, weil das was ganz Neues ist und weil das eben was ist, was man eben parallel machen kann. Und das finde ich ist so eine schöne Sache, wo man auch so einen Traum leben kann, auch wenn man schon älter ist, wenn man eigentlich schon in einem ganz anderen Beruf drin ist. Da steht dem nichts im Wege. Oder eben man kann das aber auch machen, wenn man wirklich sagt, das soll mein alleiniges Ding sein. Da baue ich mir jetzt was auf. Vielleicht sogar während ich mein Abitur mache oder meinen Abschluss oder sowas, baue ich mir nebenbei das schon auf oder sowas. Das ist eine tolle Sache für Jung und Alt. Ich finde es richtig genial und wollte euch davon erzählen. Matthias ist auch sehr begeistert davon. Genau, und der Link zu Ecodemis in der Infobox und zu unserem Produkt zum Basenfasten, falls jemand Bock hat, mit uns gemeinsam Basenfasten zu machen und zu entgiften und zu entschlacken, dann findet ihr auch das in der Infobox. Genau, und ich glaube, ich habe alles gesagt. Wenn ihr noch Fragen zur Ausbildung habt, dann schreibt sie mir auch sehr, sehr gerne in die Kommentare, dann beantworte ich die euch natürlich. Und dann hoffe ich, konnte ich einen kleinen Überblick geben. Und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt mir. Und ich freue mich, von euch zu lesen. Bis dann, eure Patti.